Und da schrubbt er sich ein. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Part in Let's Play Grey Matter. Und ja, wir sind hier auf der Horsepath Laufbahn. Und ich klicke mich hier total falsch. Ah, hier, so. Ja, ich denke mal, wir wollen jetzt uns diesen neuen Ort mal genauer anschauen. Wie gesagt, der ist ganz neu, den haben wir bisher noch nicht gehabt. Und ja, als erstes hier, Eddie. Aha, Laufbahnmuster, Bushaltestelle. Okay, ja, da gehen wir wieder raus. Können wir dann hier so rumlaufen? Oder ist das nur dieses eine Bild hier in diesem Gebiet? Anscheinend bleibt es aber nicht im Gebiet. Muster. Das ist aber ein ausgeklügeltes Muster. Da hat sich jemand ganz schön viel Mühe gemacht. Ja, ich... Mühe, naja. Der muss ihm auch blöd vorkommen, ne, gerade. So, hier können wir zwar langlaufen, aber viel Neues gibt's hier nicht. Müssen wir mal klingen, dann kommt hier Eddie. Ich wette 10 zu 1, dass das kein Oxford-Student ist. Sieht wie ein Headbanger aus. Ein Headbanger also. Hi. Hi. Ich hab gehört, hier ist was ziemlich Schräges passiert. Jo. Bist du eine Studentin? Ich? Sehe ich etwa so aus? Na dann. Ey, mir gehen diese ganzen Klugscheißer nämlich echt auf den Senkel. Mann, die wollen mir doch glatt weismachen, dass ich nicht ganz richtig im Kopf bin. Waren die hier, als es passiert ist, oder ich? Die denken immer, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sagst es. Ich bin Eddie. Ich heiße Sam. So, was war denn letzte Nacht los? Du warst also da, als es passiert ist? Ja. Und was genau war da los? Ein paar Spinner, die sich einen Scherz erlaubt haben? Kommst du mit der Wahrheit klar? Bisher wollte nämlich keiner hören. Zum Teufel mit denen, oder? Ich bin jedenfalls aufgeschlossen. Okay. Ich war hier und hab die Linien auf der Bahn nachgezeichnet. Alle paar Monate muss ich das machen. Naja, ich hatte meine Kopfhörer auf, ne? Volle Dröhnung. Und? Ey, plötzlich so... Bumm! War da dieser Wind und ich mittendrin. Ich meine, das war echt eine krasse Staubwolke. Ey, und sie hat sich bewegt. Ich hab kleine Kieselsteine und anderen Scheiß mitten ins Gesicht gekriegt. Hat ganz schön wehgetan. Ey, das war wie bei einem Wirbelsturm. Nee, echt? Ey Mann, hatte ich Schiss. Hab ja keine Luft mehr gekriegt und so. Also hab ich die Beine in die Hand genommen. Gesehen hab ich auch nichts, aber irgendwie bin ich aus der Wolke rausgekommen und im Gras gelandet, ey. Eine Staubwolke, sagst du, so wie ein Sandsturm? Ja, genau. Ich hab dann wieder auf die Bahn geguckt und da waren dann diese Linien, so wie jetzt. Willst du meine Meinung hören? Ja. Du hast doch bestimmt schon von diesen Kornkreisen gehört, oder? Das hier ist derselbe Scheiß. Mit dem Unterschied, dass ich live dabei war. Ich glaube, das waren Aliens. Darum kannst du deinen Arsch verwetten. Ja gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Aliens waren, aber irgendwie merkwürdig klingt das schon, weil ich meine, es war zur selben Zeit wie das Experiment mit Dr. Stiles. Um wie viel Uhr ist das alles passiert? Vielleicht um halb? Gekommen bin ich um 11. Hat ein bisschen gedauert, bis ich die Farbe zusammengerührt hatte und so. Weiß halt nicht, wann, um welche Uhrzeit das mit Dr. Stiles war, aber aus der Filmsequenz konnte man, glaube ich, erahnen, dass das zur selben Zeit halt war. Hast du irgendwas gehört? Vielleicht ein Motorengeräusch? Nee. Aber ich hatte ja den Kopfhörer auf. Irgendwie ist der Typ durch, oder? Hey, Wind! Wie viel Zeit ist zwischen dem Wind und dem Moment, als du die Linien gesehen hast, vergangen? Bist ja ein helles Köpfchen, ne? Können nicht mehr als 5 Minuten, höchstens 10 gewesen sein, bis ich aus der Wolke rausgekommen bin. Und als ich mich umgedreht habe, waren die Linien schon auf der Bahn.
Und das bei all dem aufgewirbelten Staub. Ich meine, erklär mir mal, wie das bitte gehen soll, ja? Bist du dir sicher, dass die Linien nicht schon vorher auf der Bahn waren? Muss ja ganz schön dunkel gewesen sein. Siehst du die Flutlichter? Noch Fragen? Vielleicht warst du ja für kurze Zeit bewusstlos. Du hast ja gesagt, dass du keine Luft mehr gekriegt hast. Du klingst ja schon fast wie Mr. Gerald, mein Boss, der Arsch. Was weiß denn ich? Bin ja nicht Gott der Allmächtige oder so. Ich hab's nur so beschrieben, wie ich es in Erinnerung hab. Okay, was hast du denn noch so gesehen? Hast du sonst noch irgendwas gesehen? Ey, meine Augen waren von dem ganzen Staub total verklebt. Ich weiß nicht, aber... Was? Du hast doch noch irgendwas gesehen, oder? Ach komm schon, Eddie, wir sind doch unter uns. Ich meine, ich hab niemandem davon erzählt, aber da war was. Da war was auf der Bahn. Was? Ich hab da also diese Wolke gesehen. Staub und Kieselsteine und was weiß ich, für ein Scheiß ist alles durch die Luft gewirbelt. Aber dann kam ich mir plötzlich wie in einem Science-Fiction-Film vor oder so. Die Sache ist die. Diese Wolke ist dem Verlauf der Bahn gefolgt. Was genau meinst du mit dem Verlauf der Bahn gefolgt? Ey, damit meine ich, dass ich gesehen habe, wie sie um die verdammte Kurve geflogen ist. Schon mal gehört, dass eine Wolke sowas kann, hä? Hey, Eddie. Danke, Mann. Du bist echt cool drauf. Hey, kein Ding. Man sieht sich. Ja, bis bald. Junge, der ist eher schräg drauf. Der sollte sich mal Baldrian-Tee besorgen oder so. Eddie könnte mit der Uhrzeit recht haben. Zauberer zum Beispiel können innerhalb von ein paar Minuten aufwendige Tricks durchziehen, aber nicht ohne ausreichend Planung und Übung. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wusste genau, was er tut. Mal sehen. Vielleicht kann ich ja irgendwas über die professionellen Zauberkünstler hier in der Gegend rausfinden. Wieso kommt sie jetzt auf einen Zauberer? Oder dass das ein Zaubertrick gewesen sein soll? Ich meine, gut, wir haben... Ich zeige euch das mal kurz. Es gibt einen Trick namens... Na, wo ist denn das Ding? Na, mach auf. Es gibt einen Trick namens... lalala. Nee, mach weiter. Nee. Nee. Nein. Ach komm. Ja, Schall und Rauch. Hier so mit Rauch. Na, aber da verbrennt man doch ein bisschen was. Haben wir ja auch schon mal gemacht, denselben Trick. Und, ja, gut, Obstschale. Ne. Bisschen Spielhässe hier. Aber das, ich meine, eine Nebelwolke, die sich bewegt, wenn, dann muss es ein Trick sein, den ich nicht in meinem Zauberbuch habe. Egal, keine Ahnung. Ja, ich glaube, die nächste Möglichkeit könnte mal sein, mit dem Verstoffeles zu reden. Der, vom Daedalus Club. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Weil wir hier, guck mal, ich mein, hier Silber. Das heißt, hier ist noch was zu tun. Und hier ist noch was zu tun. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier hingehen und erstmal wegen dem Zauberer nachschauen. In, dem Zaubererladen. Vielleicht weiß er ja ein bisschen, Rat. Ich meine ja auch, dass der Zauberanzug, also so ein Zaubereranzug, dass der in Kapitel 1, der jetzt in Kapitel 2 steht, im Laden, dass der in Kapitel 1 noch nicht da war, meine ich. Die Blutverkäuferin nochmal. Warum ging ich eigentlich in die Queen Street? Das war in einer anderen Straße. Egal. Ich kann ja hier auch durchgehen. Wenn dann mal der Ladescreen vorbeigeht. Das einzig Nervige momentan an diesem Spiel, die Ladezeiten, obwohl ich nur hier in 90 Screen reingehe. Das ist schon Nerven irgendwie. Lauf noch mal, Mädchen. Sie rennt immer noch für 2 Sekunden und hört es wieder auf. Ich klinge ja schon teilweise wie am Fließband. Lade, ja komm! Ja, bin ja der Geistertipp überhaupt mit Untertitel. Oh Mann, ey. Dann ab in Black Vent. Rein da, los. Guten Tag, Miss Everett. Hi. Ja, genau.
Was kann ich heute für Sie tun, Miss Everett? Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie ein paar Sachen frage? Der Fragende gibt stets mehr Preis als der Antwortende. Oder etwa nicht? Schießen Sie los. Interessante Theorie von ihm. Also ich glaube auch, dass der Fragende ungewollt und indirekt mehr Preis gibt als der zu Antwortende. Sind Sie ein Mitglied des Daedalus-Clubs? Wäre ich Mitglied, hätte ich geschworen, keine Namen von Mitgliedern zu nennen. Und das schließt natürlich mich selbst mit ein. Wissen Sie, welche Strafe einen erwartet, wenn man diesen Eid bricht? Nein, welche? Dem Schuldigen wird ein Auge rausgerissen. Ich hoffe nicht, dass dieser Trick zu Ihrem Standardprogramm gehört, wenn Sie Touristen unterhalten. Mit ein wenig Kunstblut wirkt das alles sehr überzeugend. Na, vielen Dank auch. Stimmt es, dass jedes Mitglied des Daedalus-Clubs eine meisterhafte Inszenierung vollbracht haben muss? Oh ja. Es spielt keine Rolle, wer oder wie erfolgreich man ist. Niemand kommt da drum herum. Selbst Codeknacker vom CIA nicht. Im Daedalus-Club sind sogar Leute vom CIA? Sicher. Der Club hat viele Gesichter. Aber natürlich spielen vor allem Magie und Illusion eine entscheidende Rolle. Natürlich. Können Sie mir erklären, was genau eine meisterhafte Inszenierung ist? Ich denke, ich kann Ihnen von einigen berühmten Inszenierungen aus der Vergangenheit erzählen. Sie sind mittlerweile so bekannt, dass man sie kaum noch als geheim bezeichnen kann. Ja, sehr gerne. Ja. Halten Sie es für möglich, dass jemand auch mal in Oxford eine meisterhafte Inszenierung durchzieht? Vielleicht sogar jetzt? Halten Sie es für möglich? Ich führe jedenfalls nichts im Schilde. Ich auch nicht. Sam glaubt wohl irgendwie, dass er hinter dem meisterhaften Illusionstrick steckt und dass das mit der Laufbahn ja sein Werk quasi ist. Ich bin ganz Ohr. Erzählen Sie mir von einigen berühmten Inszenierungen. Mal sehen. Da war mal dieser berühmte Illusionist aus dem Fernsehen. Er war bekannt dafür, große Dinge verschwinden zu lassen. Meinen Sie etwa? Na, 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 keine Namen. Einer seiner legendärsten Tricks war es, die Freiheitsstatue im New Yorker Hafen für 30 Minuten verschwinden zu lassen. Ich erinnere mich daran. Das hat er nicht nur für die Fernsehkameras gemacht. Die ganze Sache war seine Bewerbung für den Daedalus-Club. Unglaublich. Und? Wurde er aufgenommen? Das Auge, meine Liebe. Denken Sie an das Auge. Naja, aber man kann doch trotzdem sagen, ob er aufgenommen wurde oder nicht. Ich meine, solange man nicht den Namen ausspricht. Erzählen Sie mir von einer anderen meisterhaften Inszenierung. Diese hier hat für einen Skandal gesorgt. Das Juweliergeschäft Tiffany in London hat einen Ring im Schaufenster ausgestellt, der als Crancefield Star bekannt ist. Der rosafarbene Diamant dieses Rings ist Millionen wert. Ja? Eines Tages bemerkte der Filialleiter, dass der Ring weg war. Die Leute vom Sicherheitsdienst erinnerten sich an eine gut gekleidete, alte und gebrechliche Dame, die vor dem Laden stehen geblieben war und Fragen gestellt hatte. Innerhalb von ein paar Stunden war der Diebstahl in aller Munde und die Polizei fahndete in der ganzen Stadt. Immer wieder gingen merkwürdige Hinweise bezüglich dieser alten Dame ein und die Polizei wurde munter von einem Ort zum nächsten geschickt. Die Sache lief den ganzen Tag in den Nachrichten und wurde immer grotesker. Aber... Was? Wurde der Ring wirklich gestohlen? Junges Fräulein, denken Sie wirklich, der Daedalus-Club würde einen Dieb aufnehmen? Lassen Sie mich zu Ende erzählen. Der Ring wurde schließlich am nächsten Morgen gefunden. Bei Scotland Yard. Und zwar in der Kaffeetasse des leitenden Detectives. Das ist ja völlig abgefahren. Bei meinem Glück würde ich allerdings sicher im Gefängnis landen. Bei meisterhaften Inszenierungen gibt es immer ein gewisses Risiko. Wer dennoch erfolgreich ist, hat den Beweis seiner Meisterschaft erbracht. Aber Ihnen würde ich einen Trick wie diesen nicht empfehlen. Nein. So schlecht bin ich doch gar nicht. Ich übe noch. Gibt es noch andere meisterhafte Inszenierungen, von denen Sie mir erzählen können? Ich denke, eine kann ich noch zum Besten geben.
Diese hier stammt von einem Anwärter, der sie für seine Frau entworfen hat. Sie hatte eine Zwillingsschwester, aber beide wurden voneinander getrennt, als sie noch klein waren. Ihr Mann konnte die Zwillingsschwester aufspüren und hat sich etwas ausgedacht, damit beide Frauen aufeinandertreffen. Eine der Schwestern war Antiquitätensammlerin, die andere hat beim Auktionshaus Sotheby's gearbeitet. Er hat ein zauberhaftes Spiel entworfen, das beide Schwestern dazu veranlasst hat, die Teile eines alten Schachbretts aufzustöbern. Diese Suche hat sie schließlich wieder zusammengeführt. Das war eine schöne Inszenierung und vor allem rührend. Wirklich gut gemacht. Ich verstehe. Die meisterhaften Inszenierungen können also ziemlich unterschiedlich sein. Vielleicht gelingt es Ihnen ja eines Tages, Ihre ganz persönliche meisterhafte Inszenierung zu erfinden, Miss Everett. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Na, ich auch, mein Freund. Ich auch. Ja, aber trotzdem sind wir jetzt nicht schlauer als vorher, was die mögliche meisterhafte Inszenierung um der Laufbahn angeht. Müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden und weiter rumfragen. Mit ihm können wir also nicht mehr reden und ich weiß nicht so recht, ob ich der Theorie von Sam dir glauben soll, dass das eventuell er oder halt ein anderer Anwerber für das Daedalus Club Aufnahmeritual ist. Ob das halt wirklich eins dieser meisterhaften Illusionen, Zaubertricks ist, ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass es irgendwie dann doch mehr mit Dr. Style zu tun hat, weil ich meine, müsste ja dieser, also wenn das wirklich er hier gewesen wäre, dieser Mephistopheles, dann müsste er ja genau gewusst haben, zu welcher Uhrzeit dieses Experiment stattfindet. Das hat ihnen aber keiner erzählt. Und ja, gut, vielleicht war das halt auch einfach nur Zufall, dass das zur selben Uhrzeit passierte. Und ich sage mal so, dass das halt... Ja, oder? Mal ganz blöd überlegt. Vielleicht war es ja gar nicht Mephistopheles. Vielleicht war es sogar Dr. Styles. Er kannte die Uhrzeit. Und das, was er in dem Traum beschrieben hat, ist ja mehr oder weniger, ne, beziehungsweise Laufbahn, der dann in Real Life passiert, zur selben Zeit. Gut, ich kann mir Dr. Styles jetzt nicht als Magier vorstellen, aber... Wer weiß? Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Gut, so, irgendwie ist hier noch was zu erledigen, anscheinend, aber wahrscheinlich nicht jetzt. Wir brauchen wahrscheinlich nur irgendwie Anhaltspunkte. Und deswegen gehen wir, nachdem wir das fertig haben, jetzt in, Bodleian Bibliothek. Bei... Als zweites haben wir das neu bekommen und dann das. Gut. Zuerst mal ins Krankenhaus. Wow. Das soll ein Krankenhaus sein? Sieht anders aus, aber nicht ein Krankenhaus. Einerseits wirkt sie herzlich und andererseits bedrohlich. Sieht ein bisschen wie eine dem Wahnsinn verfallene Mutter aus. Mädchen, du triffst das genau auf den Kopf. So, was haben wir denn hier? Bushaltestelle, da kommen wir einmal her. Es wäre bestimmt keine so gute Idee, mich den Brandschutzbestimmungen zu widersetzen. Ja. Auf diesem Stockwerk befinden sich die Büros der Klinikverwaltung und der Professoren. Die anderen Stockwerke sind hauptsächlich für den Universitätsbetrieb. Da muss ich nicht hin. Dann würde ich dir das auch nicht empfehlen. Da kann ich eventuell durch, ne? Aber ich hätte... Was? Küche? Und da war noch was anderes eben gerade gewesen hier. Ach, komm mal wieder an. Nur für Mitarbeiter. Ja, genau, das wollte ich lesen. Nur für Mitarbeiter. Ja, das war mehr Information, als ich wollte. Abteilung für klinische Neurobiologie, Universität Oxford, Verwaltung. Klinische Neurologie, das klingt so...
vertraut. Ah, Link Wellers Büro. Ja, den kennen wir ja da schon. So, ich würde sagen, ich gehe kurz in meine Küche, falls ich darf. Ich bin zwar kein Angestellter, aber ich darf trotzdem. Mitarbeiter meine ich. Was ist das denn hier? American Cola oder sowas? Erstmal hier. Definitiv nicht nach meinem Geschmack. Ich lasse die Kittel da hängen. Sollst du hier nicht neue Kleidung besorgen in diesem Haus? Aber nun gut. Was haben wir sonst hier? Sie scheinen auf Notfälle gut vorbereitet zu sein. Keine schlechte Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Dr. Stiles hier in der Abteilung aufkreuzt. Komm, Mädchen, so schlecht ist er nun auch nicht. Was denn jeder so böse darstellt. Ich wüsste nicht, warum ich in Ihrem Kühlschrank herumschnüffeln sollte. Ist doch mein kleiner Snack. So wie hier, Pizza. Boah, nein, danke. Sage mal, Pizza ist lecker. Pizza und Cola, es gibt Geileres. Ich meine, Pizza ist doch richtig lecker. Was hast du denn? Er kennt guten Geschmack nicht, wenn es vor einem steht. So, wer ist eigentlich Susan? Ich habe keine Ahnung, ich kenne da trotzdem rein. Nick Weller, heben wir uns für später auf. Kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich heiße Samantha Everett und arbeite für Dr. Stiles. Ja? Aber in dieser Abteilung sind Sie nicht beschäftigt. Nein, ich studiere eigentlich englische Literatur. Das ist Sache von Dr. Stiles. Wenn Sie ihn sehen, erinnern Sie ihn bitte daran, dass wir den Beleg brauchen. Und zwar heute. Das war komisch, weil wir haben 2005, meine ich, und der Beleg ist von 2002. Entweder das und ich irre mich, aber wir haben hier den Beleg. Telefonliste, da. Ja, genau. Ich habe etwas für Sie. Mein Gott, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, den Beleg jemals zu Gesicht zu bekommen. Das Finanzamt macht mir deswegen schon seit Wochen das Leben schwer. Danke, Miss Everett. Gern geschehen. Das macht dann zwar 50. Ich arbeite erst seit kurzem für Dr. Stiles und habe gehofft, Sie könnten mir vielleicht etwas über ihn erzählen. Tja, also, es ist nicht mein Job, über Dr. Stiles zu reden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Mr. Headley, der Leiter dieser Abteilung, Dr. Stiles ziemlich bewundert hat. Natürlich hat uns der Unfall damals sehr betroffen gemacht. Okay, hast du der Unfall zum zweiten Mal wiederholt? Beziehungsweise halt angesprochen, was für ein Unfall, von wem genau denn jetzt? Vielleicht ist die Frau von Dr. Stiles dadurch ums Leben gekommen? Wäre es möglich, mit Mr. Headley zu sprechen? Tut mir leid, er hat heute viel zu tun. Warten Sie, immerhin haben Sie mir den Beleg gebracht. Lassen Sie mich mal sehen, ob er vielleicht einen Moment Zeit hat. Mr. Headley, da ist eine gewisse Miss Everett, die gern kurz mit Ihnen reden würde. Es geht um David Stiles. Sie kann reinkommen. Sie dürfen rein. Das hab ich auch gehört, danke. Ich stehe nämlich daneben. Ja, aber fett geil, dass wir den Beleg mitgenommen haben. Miss Everett, erfreut Sie kennenzulernen. Setzen Sie sich doch. Danke. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Ach, wenn es um David geht, habe ich immer ein bisschen Zeit. Lange nichts mehr von ihm gehört. Wie geht es ihm? Ganz gut. Er ist ziemlich beschäftigt. Klingt doch gut. Sind Sie mit ihm verwandt? Ich? Nein, ich bin seine neue Assistentin. Interessant. Wie kann ich Ihnen helfen, Miss Everett? Ach, $10 für den Anfang würden reichen. Oh, ja, Wussten Sie, dass
Dass Dr. Stiles zurzeit ein Experiment durchführt? Natürlich. Er musste einen Plan des Experiments bei der Universität einreichen. Das Standardprozedere. Ehrlich gesagt war ich froh, als ich gesehen habe, dass er wieder arbeitet. Oh, es gab also eine Phase, wo er nicht gearbeitet hat, wegen den Unfall wahrscheinlich, über den ich gerne erst mehr erfahren möchte. Ah, da fällt mir ein, dass Dr. Stiles mich gebeten hat, eine Kopie des eingereichten Plans mitzunehmen. Er hat seine wohl verlegt. Junge Frau, ich denke, Dr. Stiles wird wohl oder übel anrufen und mich selbst darum bitten müssen. Ich werde es ihm ausrichten. Ah, schade. Ich dachte, wir können ein bisschen stibitzen, beziehungsweise halt reinblinzeln. Na gut, dann eben nicht. Können Sie mir ein bisschen von Dr. Stiles erzählen? Ich weiß nicht viel über ihn. David Stiles war einer der hellsten Köpfe von ganz Oxford. Ein wirklich brillanter und innovativer Vordenker. Er war wirklich zu beneiden. Er hatte Geld, stammte aus einer angesehenen Familie, galt als attraktiv, hatte eine hübsche Frau und die Öffentlichkeit lag ihm zu Füßen. Aber dann passierte der Unfall. Das war wirklich eine schreckliche Sache. Es gibt da ein Gedicht von Robert Frost. Gold ist das erste Grün der Fluren. Vergänglichste der frühen Morgenspuren. Die ersten Blätter sind wie zarte Blüten. Ihr Glanz lässt sich Sekunden nur behüten. Bald folgen tausend Blätter wie mit einem Schlage. Die Dämmerung vergeht und wird zum Tage. So sank das Paradies aus Lust in Trauer. Nichts Goldenes bleibt. Nichts ist von Dauer. Das ist wunderschön. Ich frage mich... Ach, egal. Wir sollten offen miteinander reden. David zuliebe. Was fragen Sie sich? Ach, es ist nur... Ich frage mich, was wohl schlimmer ist. Gold gehabt zu haben, also alles besessen und dann verloren zu haben, oder nie in den Genuss all dieser Dinge gekommen zu sein. Dumm, ich weiß. Ganz und gar nicht. Vielleicht stellt sich David die gleiche Frage. Aber es ist wirklich eine interessante Frage. Was ist tatsächlich schlimmer? Ich meine, wenn man es noch nie gehabt hat, kennt man nicht den Unterschied, wie es ist, wenn man es haben würde. Man träumt davon, man will es haben, aber man weiß halt nicht, wie schlimm es ist, wenn man es gehabt hat und dann plötzlich ohne auskommen muss. Weißt du, ich glaube, das ist in meinen Augen schlimmer, als wenn man halt nichts hat. Trotzdem glücklich ist und den Unterschied dadurch nicht kennt. Aber ihr könnt ja mal selbst schreiben, wie ihr das so seht. Und ich will jetzt aber mehr etwas über diesen verdammten Unfall erfahren. Menno, das beschäftigt mich schon seit Part 1. Ich habe Gerüchte über Dr. Stiles gehört. Die Studenten erzählen sich, dass Leute bei seinen Experimenten verschwunden sind und... Stopp! Diesen Unsinn müssen Sie hier drinnen nicht weiter ausführen. Ich bitte Sie. Tut mir leid. Ach, es ist verständlich, dass Sie sich darüber Gedanken machen. Schließlich arbeiten Sie für ihn. Über David kursieren die bösartigsten Gerüchte. Aber glauben Sie mir, dahinter steckt nicht einmal der geringste Funken Wahrheit. Aber wie ist es dann überhaupt dazu gekommen? Wenn jemand ungewöhnlich erfolgreich ist, ruft das nicht selten eine Schar von böswilligen Neidern auf den Plan. Sagen wir mal so, es gibt da gewisse Personen, die nichts lieber tun, als sich wie die Geier über den Kadaver herzumachen. Ganz unschuldig ist David allerdings nicht. Er beharrt darauf, wie ein Einsiedler in diesem Haus zu leben. Und das sorgt natürlich für die wildesten Spekulationen. Naja, aber Miss Dalton ist ja auch da, also... Einsiedler? Sie haben erwähnt, dass gewisse Personen auf Dr. Stiles neidisch sind und möglicherweise Gerüchte in die Welt gesetzt haben. Ich nehme an, Sie werden mir nicht verraten, wen genau Sie meinen. Das wäre nämlich gut zu wissen, für den Fall, dass ich Ihnen begegne. Nein, ich denke nicht, dass wir das weiter ausführen sollten. Ich verstehe. Aber ich kann mir vorstellen, dass Dr. Linkweller im Büro nebenan eventuell einer der sogenannten Feinde ist. Sie sind sich also sicher, dass von Dr. Stiles keine Gefahr ausgeht, sagen wir, für Studenten, die an einem seiner Experimente teilnehmen? Natürlich bin ich mir da sicher. Er mag zwar beurlaubt sein, aber er ist nach wie vor ein geschätztes Mitglied dieser Abteilung. Ich habe seinen Fall persönlich behandelt. Mit David Stiles ist alles in bester Ordnung. Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Everett. Aber ich muss jetzt wirklich wieder an die Arbeit. Danke, Mr. Hadley. Sie haben mir sehr geholfen. Ach, ich will für David doch nur das Beste. Ich hoffe, Sie kommen gut mit ihm aus und können ihm ein bisschen unter die Arme greifen.
Er lässt doch nur so wenige Leute an sich ran. Ich werde es versuchen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, David Stiles. Der Unfall, der wurde halt immer wieder thematisiert, aber nie genau, was passiert ist. Man kann sich denken, ich will wissen, wer es in der neurobiologischen Abteilung auf David abgesehen hat. Vielleicht sollte ich ein bisschen in seinen Akten herumschnüffeln. Haben wir schon und ich kann mir schon was denken. Ja, was wollte ich noch sagen? Des Weiteren, aber jetzt den Faden voll verloren. Nee, also ich glaube, dass das, der Unfall schon irgendwas mit seiner verstorbenen Frau so tun haben wird, dass er deswegen beurlaubt ist, etc. Aber, naja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir irgendwann mehr Infos darüber. Ein Fotokopierer. Genau. Schauen wir uns mal hier weiter um. Aktenschrank. Stiles Experimentplan ist wahrscheinlich in diesem Aktenschrank. Es würde viele Fragen beantworten, wenn ich ihn irgendwie in die Finger kriegen könnte. Ja, das ist wohl unsere Aufgabe, die wir irgendwie nochmal bewerkstelligen müssen. Ich schätze mal, dass nicht jeder hier in der Abteilung ein Fan von Dr. Stiles ist. Zumindest hat Mr. Hadley das gesagt. Gibt es eine bestimmte Person, vor der man sich besser hüten sollte? Mr. Hadley duldet keinen Tratsch in seiner Abteilung. Und ich ebenso wenig. Ah, okay. Dr. Stiles hat mich gebeten, eine Kopie des Plans seines aktuellen Experiments abzuholen. Er hat ihn wohl in dieser Abteilung eingereicht und dann seine Kopie zu Hause verlegt. Für Anfragen wie diese muss Dr. Stiles leider persönlich erscheinen oder anrufen. Wir händigen solche Dokumente nicht an Studenten aus. Aber ich sag's ihm. Ach, Liebste. Mr. Hadley hat gesagt, ich soll Sie darum bitten, ihm eine Tasse Kaffee zu bringen. Hat er das? Merkwürdig. Mr. Hadley macht sich seinen Kaffee eigentlich selbst. Das könnte jetzt unsere Chance sein. Ja? Darf ich an den Schrank? Boah, der Part wird wieder so überlang, aber ich hab ja sicherlich keine Probleme damit, oder? Nein, habt ihr nicht. So schnell. Verdammt, sie hat den Schlüssel mitgenommen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit ich ihn mir krallen kann. Ach, komm, Menno. Verdammt. Ja. Toll. Tasse mit Schlüssel. Was war das hier? Die Klinge könnte so scharf wie die eines Messers sein. Ja. Sie bewahrt den Schlüssel für den Aktenschrank in dieser Tasse auf. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl könnte ich ihn mir schnappen, wenn sie ihn nicht die ganze Zeit im Auge behalten würde. Da muss ich mir wohl etwas Hinterhältigeres einfallen lassen. Hör ich da vielleicht einen Zaubertrick raus? Aber nicht mehr in diesem Part. Das alles werden wir im nächsten Part erst behandeln. Momentan haben wir sage und schreibe 60% schon in diesem Kapitel gespielt, das heißt 40% noch und dann ist Kapitel 3 dran. Vielen Dank fürs Zuschauen und ihr habt wieder ein paar extra Minuten von mir bekommen. Ich hoffe, ihr seid nicht schlimm, dass ich jetzt einen Cut machen muss, denn morgen geht's weiter. Viel Spaß. Tschüss.